Ja, hallo, hier ist der Spuxi und ich möchte euch heute zeigen, wie ein Arbus 7240 Hangschloss mit einem Bypass-Tool, das ist hier zu sehen, geöffnet werden kann. Dazu nimmt man den Schließzylinder, der ist geschlossen, besser gesagt das Hangschloss, führt das Bypass-Tool ein. Das ist ein bisschen mit Arbeit verbunden hier an der Stelle. Das muss an die richtige Stelle ran. Tief genug sitzen. Das müsste tief genug sein. Und dann dreht man das Ganze und das Schloss ist offen. Wieder offen. Ja, das geht so gut wie mit dem Schlüssel. Ja, dieses Arbus ist ein Sechsstifter, ein schönes Schloss, nur eben mit dem kleinen Makel des Bypassing behaftet. Ja, vielen Dank, das war's auch schon. Tschüss!